Oh mein Gott, ich habe ein Auto auf Minion gemacht! Und jetzt wieder nahezu perfekt zum Runterkommen dazwischen. Eine schöne Runde, alte 4. Den Fisch kurz einmal lang gehen lassen. Hä? Vielleicht wurde ich gerade von dem Fisch, der am Boden liegt, getroffen? Oder bin ich blöd? Ein wichtiger Shot. Komm, Rosalinde. Ah, das... Oh mein Gott, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, da bin ich jetzt auch tot, ne? Ja, yep. Ah! Oh, mach die scheiß Musik aus, Junge! Bam! Oh, yeehaw! Ne? Schön an der Range. Die Schrotflinte in der einen Hand. In der anderen Hand mein Burger. Ah, yeah. Sweet home Alabama. Mach heute einen Ruger-Truck draußen auf der Range. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Nein! Mein schöner Senkpunkt! Also kann ich jetzt hier speichern und dann hier weitermachen? Wieder geschafft, Leute. Jetzt ist die Frage, wollen wir es mal drauf ankommen lassen und beim nächsten Game die Q nicht verstecken? Oder einfach so weitermachen? Vielleicht haben die für heute aufgegeben, weil wir die Q so lang delayed haben. Okay, ihr seid alle für weitermachen. Alles klar, alle weitermachen. Wird gemacht, Chefs. Oder verstecken, aber nur minimal verzögern. Ja, das könnten wir auch probieren, ja. Vielleicht mal ohne Verzögerung probieren. Ob sie es noch probieren oder nicht. Aber ehrlich gesagt, vielleicht sollten wir einfach weiter die Linie durchziehen, damit sie merken, dass sie keine Chance mehr haben. Und dann suchen sie sich vielleicht Baus, ne? Baus war heute so lieb zu mir. Das heißt, ich gebe gerne die Mafia an ihn ab. So einer bin ich, ne? Ich würd gerne die Mafia abgeben an Baus. Doch, Graves ist Mafia? Really? Ist das einer, der sich umbenannt hat von denen, oder was? Der Skin... Oh mein Gott! Sag mal, Twitch-Chat! Mods, waltet eures Amtes! Raus! Raus, sag ich da nur. Raus aus dem Stream. Zu sehr on edge, um noch diese Späße zu verstehen. Ich versteh's immer noch nicht. Achso, ne, es gibt da... Es gibt Mafia-Skin-Reihe, ne? Das heißt, der Graves hat den Mafia-Skin. Bin ich in die Gnadenzelle-Verzug gewesen? Oh, Mann. Die Mafia ist das organisierte Verbrechen. Wer mir bekannt ist, die Mafia in Italien. Unter dem sogenannten Don, ne? Na, er wollte immer, also... Er sollte auf der... Bordseite sein. Wir wollen jetzt einfach die ganze Zeit hier pushen. Ja, wenn ich sicher bin, dass der Wu nicht da ist, kann ich dafür einen Schwing-In gehen. Aber ich weiß halt nicht, ob der nicht einfach da sein kann. Das ist wieder schwierig, ne? Weil eigentlich sollte der Wukong jetzt wieder Top-Seitenmitte sein. Wird halt, also der kann halt theoretisch überall sein und wir haben kein Wort. Ich muss jetzt kurz einmal cheesen probieren. Cheese. Es war ein Wort zu viel, war das leider. Ein kleines Wort zu viel. Wenn ich mir dieses G so geschmart hätte und einfach direkt zurückgegangen wäre, wäre besser gewesen. Oh, muss aufpassen. Ja, Wu ist Level 6, du. Komm hin. Echt schwer aus für die Gegner, das Game. Also, sie haben den gefeedeten Wukong. Und gefeedeter Wukong kann immer Sachen machen. Und der hat tatsächlich zwei Platten gekriegt. Das heißt, der Kill war nicht worth, ne? Wukong ist auch wieder Mitte. Diesmal ist er wieder von der Topseite da. Der hat eine Menge Liebe für uns im Körper. Sowas ist schön, ne? Und tatsächlich könnten wir Midlane Graves auch mal ausprobieren mit Ravenous Hydra Rush, oder? Weil das sollte ja wirklich sehr, sehr gut sein, weil du halt insane, also ist ja wirklich völlig insane Wave hier damit. Ich könnte mir das sogar ganz gut vorstellen. Ravenous Hydra Rush, Graves. Ja, was ist das hier mal? Jetzt ist der Trainer mehr wieder Customer hier. Sehr schön. Was ist das hier? Sorry, Leute, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ey. Wir haben heute einen schönen Winstreak an der Backe. Den würden wir gerne weiter ausnutzen, würde ich behaupten. Winstreak ist immer nice. Das sieht an einem guten Action-Game bis jetzt auch aus. Was ist mit dem Aphelios los? Der Aphelios von denen ist tilted und trollt. Can we get a perma for Aphelios Yumi? Oh mein Gott, ey. Aber aktuell ist wirklich... Also, das ist... Ich glaube, ich bin da auch nicht alleine mit der Meinung, aber aktuell sind echt sehr, 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 sehr viele wütende und tiltende und saure Leute, die Games werfen da, ne?
Das ist schon echt krass. Also wir haben heute, also wir gewinnen ja heute sehr viel. Ich glaube, wir stehen 4-1 oder so stehen wir ja gerade, ne? Aber wir haben heute also so viele, wie soll man das nennen, so viele Infeed-Gegner gehabt schon. Crazy. Und die toxisch sind und die praktisch, die anfangen, Games zu trollen und zu boykottieren. Für den Fisch. He's yours. Ich habe ihn nicht verdient. Ich habe meinen Schwing falsch gemacht. Deswegen musste ich dem Kill dem Fisch opfern. Bisher. Ich hätte ihn nicht verdient da. Wie viele Platten wir noch bekommen hier? Ich stand gestern nach 12 Minuten 5:0 und habe trotzdem verloren, weil alle nur am Trollen sind. Oh, das ist sehr, sehr bitter. Also so ein Free-Win-Game praktisch, wo ihr im Early überfahren habt und die Gegner hatten dann gutes Scaling hinten raus und plötzlich war es vorbei. Ja, das ist also sowas. Das sind so frustrierende Win-Loses. Vor allem, wenn du halt der bist, der sich noch Mühe gibt einigermaßen. Kenne ich. Ganz bittere Kiste. Sams. Flash Ignite ist raus. Sehr schön. Wir können es halt die ganze Zeit an dem hochfarmen. Und solange der Wukong nicht um die Ecke kommt, sind wir, also, ist ja, sind wir einfach fein. Ist der einzige von denen, der was macht gegen uns gerade, der Wukong. Selbst der Graves ist mittlerweile echt ein gutes Stück behind. Wir haben so viel Kills schon auf den oben gekriegt. Okay. Back to base it is. Ja, schön, wenn wir denen nicht wirklich die ganzen Platten immer geben würden, dem Trinner mehr. Trint macht auch nichts. Ich glaube nicht, dass der mich killen kann, der Trint. Der ist sehr, sehr weak gerade, du. Oh mein Gott, ich habe ein Auto auf Minion gemacht. Da war, ansonsten war der perfekt gespielt. Ja, wir haben maximalen Schwing-Damage bekommen. Wir haben beide Qs getroffen und eingelaufen. Ich habe einen Auto-Attack gedroppt. Also das war an sich hat natürlich sehr, sehr gut gespielt. Aber der eine Auto-Attack hat tatsächlich den Unterschied gemacht, weil ich halt noch nicht geshoppt hatte. Das heißt, ich hatte noch keine Items. Damage. Ja, das ist tatsächlich ist das sehr, 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 sehr nasty mit Aksha, wenn ihr so erhetzt seid. Na, dafür ist der ja gemacht. Das ist ein unglaublich hart snowballender Midlaner. Und wenn er, der ist halt, der wird dann auch sehr oppressive. Ich glaube, Aksha ist auch einer der Champs, der eigentlich immer gute Winrates hat, deswegen. Weil du, also, wenn du diesen kleinen Lead halt hast. Schön end jetzt. Zum Glück ist wenigstens, wenn man nicht dafür gepunished, ich guess. Muss probieren. Ist halt sau-risky, ne? Der Wu ist auch in dem Busch hier. Wir sehen's, ne? An dem. Jetzt ist er hier dahinter, der Wu. Nein, 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 der ist Wu. Das ist Wu, das ist Wu. Habe ich genug für Blade? Noch nicht ganz, ne? 3,650. Wir wollten noch eine Wave, bräuchten wir dafür. Hydra auch auf Akshan-Weibe. Du, weißt du was? Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott, ich bin dahinter. Appreciated, Mr. Shen. Wo kriege ich jetzt meine letzten 200 Gold her, die ich brauche? Das ist die wichtige Frage. Die Gegner haben 3 Hydra-Spieler und wir haben keinen einzigen. Das heißt, Stand jetzt könnten wir das Game nicht gewinnen, ne? Weil die so viele Hydra-Nutzer haben. So, zack, zack, zack. Können wir die nächste Wave hier noch nehmen? Komm her, du. Trau dich. Ja, das Wichtige ist nur, ihn aus dem Turret rauszukriegen, damit er nicht mehr hinter den Turret kann. Weil natürlich, wenn er hinter den Turret geht, dann kann er sich schützen und kann sich noch, also kommt halt weg. Aber so, So, ich versuche den Nexus hier zu klären von den... Problem hat er. Ist full life. Wait, hat er mich noch gesehen? Bin ich
blind oder was? Ich hab doch gewartet, bis er. Sag mal, bin ich blöd? Ihr habt mich doch nicht gesehen, oder doch? Ja, dann bin ich noch in den reingerannt, ja. So dumm musst du erst mal sein. Klingt jetzt echt chinesisch. Nee, Leute, heute ist die Mafia kein großes Thema. Wir hatten heute kaum Mafia-Games. Wir hatten ein einziges. Ey, vielleicht war zufällig ein Mitarbeiter von Riot da und die sind gebannt, ne? Legit. Vielleicht sind die legit einfach gebannt, die Gegner. Actually hätten wir mal diesen Doppelfarm in der gegnerischen Base mit Hydra probieren sollen. Weil da hast du natürlich dann viel besseren Wave-Gear. Da kannst du dich da reinstellen und kannst die ganze Zeit mit Drivenous Hydra im Kreis farmen. Ich respektiere das aber auch sehr, dass der Graves einfach stehen geblieben ist, ne? Und einfach den Tod genommen hat. Much appreciated. Richtig gut. So, 5-1, meine Damen und Herren. Let's go! 5-1 ist pretty good. Alright, zack, zack, zack. So, wen haben wir hier? Multi-Elo. Nein, wen honoren wir? Doch, Multi-Elo hat mich einmal sehr, sehr cool gerettet. Der Dominanz schwingen. Ja, das ist so cool. Die haben das ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber die haben eingeführt praktisch, dass dieser Schwing halt also für immer geht, wisst ihr, ja?